In den Straßen von Detroit geht es um Leben und Tod. Wir sind Gangster, Verbrecher, Monster. Die schwer bewaffneten Gangs verbreiten Angst und Schrecken. Vor allem Kinder müssen sich in Acht nehmen vor diesen Jugendlichen. Hier ging die Kugel rein, hier wieder raus. Eine Eliteeinheit der Polizei hat den Kampf gegen die Gangs aufgenommen. Ein Kampf, der jahrzehntelanges Blutvergießen beenden soll. Wenn Sie das hier sehen, machen Sie keine Dummheiten mehr. Aggressiv und mit neuesten Undercover-Methoden unterwandern sie die gefährliche Welt der Gangs, der Waffen und setzen dabei ihr Leben aufs Spiel. In dieser Welt gelten andere Spielregeln. Hände auf den Rücken, mach keinen Blödsinn. Es gibt verdammt viele Wichser da draußen. Die Polizei kann uns mal. Bleibt in eurer Deckung und macht euch auf alles gefasst. Sind jetzt alle da? Ich brauche euch wirklich alle, die ganze Einheit. Ich weiß, dass ihr heute früh hier wart und dass wir euch verdammt viel Arbeit aufbäumen. Einen frühen Feierabend am Freitag könnt ihr vergessen. Wenn ihr ins Kino wollt, müsst ihr eben in die Samstagsmatinee gehen. Danke für eure professionelle Arbeit. Macht weiter so und seid vorsichtig. Los geht's. Passt auf euch auf. An vorderster Front im Krieg gegen die Ganggewalt in Detroit kämpft eine Spezialeinheit der Polizei. Die sogenannte Gang Squad. Wir jagen die Jäger. Wir kriegen sie, bevor sie etwas anstellen können. Darum geht es. Die Truppe ist eine 70 Mann starke Einheit, die mit Spionagetaktiken und aggressiven Einsätzen tief in die Welt der Gangs eindringt. Uns interessieren Gangs, Waffen und Drogen, vor allem Waffen. Nach einer Schießerei an einer Schulbushaltestelle ermittelt die Gang Squad auf Hochtouren. Die Polizisten durchsuchen sämtliche Straßen und machen Verkehrskontrollen. Damit stoßen sie nicht überall auf Verständnis. We get harassed 24/7. Every day, though. Every day. Every day. And we ain't even do nothing. We get our civil rights violated in Detroit. Martin Luther King, little baby. This ain't the place to be, people. Stay in New York, New Jersey, Canada, Australia. Don't come to Detroit. Don't come to 313. If you get to that area code, you're doing something bad. Die denken wirklich, dass wir zum Spaß rumfahren, um Leute zu ärgern, bis sie selbst zum Opfer werden. Jeder Tag ist anders. Manche nennen das Routinestreife, aber Routine gibt es hier nicht. An einer Tankstelle im Nordwesten Detroits stoppen die Officer Shooter, Pelly und Hollywood ein Fahrzeug. Der Verdacht? Öffentlicher Alkoholkonsum, was in den USA verboten ist. Es darf auch kein Alkohol im Fahrgastraum transportiert werden. Sie entdecken jedoch etwas viel Gefährlicheres. Eine falsche Bewegung und ich schlag euch die Nase zu Brei. Das ist eine Glock 23, Kaliber 40 mit erweitertem Magazin. Das getunte Magazin deutet darauf hin, dass die Waffe nicht nur zur Selbstverteidigung dient. Ich bin mir sicher, dass wir eine Schießerei verhindert haben. Man trägt nicht eine so kleine Waffe mit einem so großen Magazin herum, wenn man nicht jemanden abknallen will. Jede beschlagnahmte Waffe rettet ein Leben. Das ist mein Motto. Detroit hat etwa 700.000 Einwohner. Und eine der höchsten Mordraten der USA. Die Wirtschaftskrise hat die amerikanische Großstadt schlimm erwischt. Fast ein Viertel der Bevölkerung ist arbeitslos. Vor allem Kinder und Jugendliche werden von Gangs bedroht. Und der einfache Zugang zu Waffen
hat immer häufiger schreckliche Konsequenzen. Es ist der 30. Juni 2009. Yes, I'm right here at the gas station on Warren and Southfield. Okay. I got a young girl over here on the ground. She's been shot in her side or her stomach or something. Okay, no, don't move, baby, don't move. Ich habe die Kugeln nicht wirklich gespürt. Es fühlte sich nur plötzlich alles taub an. Doch gleichzeitig hatte ich auch große Schmerzen, wirklich unvorstellbare Schmerzen. No, it's a whole group of people, kids, it's a whole bunch of kids. Baby, be still, don't move. Die 17-jährige Tiara Dickerson und weitere 6 Teenager werden beim Warten auf den Schulbus in einem Kugelhagel zum Teil schwer verletzt. Mir gingen so viele Dinge durch den Kopf. Ich dachte, ich will nicht sterben. Ich hoffte, dass ich durchkomme und dass die Polizei bald da sein würde. Chaos and confusion in the middle of the afternoon. At least 7 people shot, 5 of them summer school students at the Cody 9th Grade Academy in Detroit. Irgendwann wurden die Schmerzen so schlimm, dass ich nur noch sterben wollte. Aber dann dachte ich an meine Mutter und meine Familie und sagte mir, ich muss durchhalten. Alle 7 Opfer kommen ins Krankenhaus. 2 davon schweben in Lebensgefahr. Der Vorfall löst großes Entsetzen in der Öffentlichkeit aus. Dieser Fall sollte uns zu denken geben. Ein Angriff auf so viele Kinder am helllichten Tag. In broad open daylight. Die Skrupellosigkeit der Schützen und das junge Alter der Opfer macht die Angelegenheit zu einem Fall für die Gang Squad. Die Polizei wendet sich an Sergeant Todd Eby, der zusammen mit der Eliteeinheit die Ermittlungen führen soll. Als Beweise hatten wir die Patronenhülsen. Außerdem gab es die Aufzeichnungen einer Überwachungskamera an der Tankstelle. Police now actively searching for that green van, and we're told surveillance cameras on the bank and the gas station at this intersection will help with this investigation. Those tapes are being reviewed right now. Am Tatort finden die Ermittler nur wenige Spuren, doch die Kameras haben alles in erstaunlich guter Qualität aufgezeichnet. Es ist etwa 14:45 Uhr. Die Sonne scheint. Hier sehen Sie den Parkplatz der Tankstelle. Nördlich der Tankstelle befindet sich die Cody Academy, die Schule der Kinder. Von links rennen 2 bewaffnete Personen auf die Bushaltestelle zu. Einer mit einer 9mm und einer mit Kaliber 40. Als die Schießerei beginnt, rennen die Kinder davon. Die meisten nach Westen, ein paar nach Süden. Man sieht nicht alle beteiligten Personen, aber man sieht deutlich, wie 2 Menschen getroffen werden. Das Ganze dauert 10 Sekunden. In dieser kurzen Zeit wurden etwa 15 Schüsse abgefeuert. Die Fakten und Zeugenaussagen belegen, hier war eine Gang am Werk. Das Motiv? Rache. Eines der Opfer war Mitglied einer rivalisierenden Gang. Die anderen 6 Opfer waren, ich nenne es mal, Kollateralschäden. Gemeinsam mit der Gang Squad versucht Sergeant Eby nun, die Täter ausfindig zu machen und zur Strecke zu bringen. Wir fahren jetzt zur Tankstelle. Dort wartet Officer von der Gang Squad. Wir werden den Tathergang noch einmal rekonstruieren. Dieser Mann ist ein Ermittler der Gang Squad. Sein Codename GQ. Um ihn zu schützen, bleibt sein wahrer Name geheim. Es fing hier bei der Kindertagesstätte an. 2 Mitarbeiter haben die Täter aus dem Auto steigen sehen und geahnt, dass hier etwas nicht stimmt. Die beiden Personen kamen hier rüber, zogen ihre T-Shirts aus und banden sie sich ums Gesicht. Dann gingen sie geradewegs auf die Bushaltestelle zu.
Hatten Sie es nur auf eine Person abgesehen? Wir sind ziemlich sicher, dass die sechs anderen Opfer nur zufällig getroffen wurden. Sie waren völlig unschuldig. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Was kann die Gang Squad für euch tun? Ihr solltet tun, was ihr in solchen Fällen immer tut, nämlich Druck auf die Gangmitglieder ausüben, bis euch irgendwann jemand erzählt, wer es war. Es kann nicht sein, dass so etwas am helllichten Tag passiert und niemand aus den Gangs etwas davon weiß. Die wissen Bescheid. Als Ermittler der Gang Squad muss GQ an Insider-Informationen zur Schießerei kommen. Er braucht die richtigen Informanten und darf dabei nicht auffallen. Manchmal muss er sogar undercover arbeiten. Mein Job besteht darin, sich unter die Leute zu mischen, Informationen zu sammeln und Verbrechen zu bekämpfen. Er muss Vertrauen zu den Menschen hier aufbauen. Keine leichte Aufgabe. Doch GQ weiß, was er tut. Ich bin im Westen Detroits aufgewachsen und weiß, was es heißt, nicht genug zu essen zu haben oder wenn einem plötzlich Strom und Gas abgedreht werden. Ich weiß, wie es ist, drogensüchtige Eltern zu haben. Will man im Westen Detroits Informationen sammeln, muss man die richtige Kleidung tragen und auch so reden wie die Leute hier. Man muss wissen, wo man ist, denn wie man wahrgenommen wird, ist extrem wichtig. Ich habe etwa 50 bis 60 Informanten hier. Mein Ruf spricht also für sich. Ohne Informanten wäre GQs Arbeit wertlos. Aber mit der Polizei zu sprechen, kann einen in West Detroit das Leben kosten. Daher muss GQ Leute finden, die bereit sind, auszupacken. Wir gehen jetzt in den südwestlichen Distrikt, um Informationen über die Gangs zu besorgen. Da sind ein paar Jungs, die für verschiedene Straftaten verhaftet wurden. Wir werden ihnen ein paar Fragen stellen, um herauszufinden, ob sie was wissen. Die besten Informationen über eine Gang liefern häufig Mitglieder einer rivalisierenden Gang. Deshalb spricht GQ heute mit einigen Jugendlichen, die gerade festgenommen wurden. GQ vermutet, dass sie Verbindungen zu einer Gang haben. Wenn er etwas aus ihnen herausbekommt, könnte ihn dies auf die Spur der Täter führen. Wie alt bist du? 18. Sie nennen mich GQ. Und wer bist du? Ich heiße einfach... Hast du schon deine Mutter angerufen? Okay, warum bist du hier? Marihuana. Wie viel? Vier Beutel. Vier Beutel? Wegen sowas sitzt du hier? Okay, da lässt sich was machen. GQ macht einen einfühlsamen Eindruck. Er gewinnt leicht das Vertrauen der Jugendlichen, die ihm vieles erzählen. Wie viele Leute sind in deiner Clique? Etwa sieben, würde ich sagen. Glaubst du, dass diese Jungs bereit wären, für dich eine Kugel abzukriegen? Big T. Big T? Ja, aber er sitzt im Knast. Wofür sitzt er? Er hat Autos geklaut. Autos geklaut? Wer noch? Mein Freund, Book. Book? Ja. Okay, ich bring dich zurück. Er hat mir nicht die Informationen gegeben, nach denen ich suche. Aber es ist immerhin ein Anfang. Der Nächste wurde wegen einer Schießerei verhaftet. Du hast ein Kind? Ja, ein Sohn, Junior. Junior, okay. Ich muss gerade wieder an ihn denken. Ich verstehe. Ich habe mit Gangs nichts zu tun. Wir sind keine Gang. Was seid ihr dann? Wir sind eine Familie. Er ist wegen einer schweren Straftat hier.
Und mir ist klar, dass er mich nach Strich und Faden angelogen hat. Leuten wie mir stehen die Freunde näher als die Familie. In unseren richtigen Familien gibt es einfach keine Liebe. Wir leben in einer völlig irren Welt. Es muss sich noch viel tun. Die Leute brauchen Arbeit. Alle hier hungern. Ich vermisse meine Familie. Ich bin jetzt schon 2 Tage hier. Ich vermisse meine Tochter. Ich will hier raus. Die erzählen mir das Blaue vom Himmel. Ich sollte überhaupt nicht hier sein. Ich bin nicht der, den sie suchen. Auf der Straße bringen sie Menschen um und verkaufen Drogen, während sie sich hier wie Dreijährige verhalten und nur am Heulen sind. Den ganzen Tag über wird ja eine Lüge nach der anderen erzählt. Ganggewalt ist Jugendgewalt. Die Jugendlichen in Detroit kommen meist schon sehr früh mit Gangs in Berührung. Die Gangs sind jünger, kleiner und weniger gut organisiert als in anderen Großstädten. Auch Polizeipräsident Warren Evans sieht hier große Unterschiede zu anderen Städten. Viele dieser Gangs sind nur auf ein paar Häuserblocks beschränkt. Es kommt oft zu Streitereien zwischen ihnen. Sie sind nicht so gut organisiert wie die Gangs in L.A. oder Chicago. Die Gangs in den späten 70ern waren straff organisiert. Es gab immer eine Person, die die Führung übernommen hat. Heute gibt es das nicht mehr. Das hat auch gute Seiten. Aber es ist schwerer für uns, an Informationen zu kommen. Bei diesen vielen kleinen Gruppen verliert man schnell den Überblick, wer da mit wem Konflikte hat und wer die wichtigen Personen sind. Erschwert wird die Arbeit der Polizei außerdem durch ein ungeschriebenes Gesetz der Straße. Stoppt Verräter. Niemand will hier als Verräter abgestempelt werden. Mit der Polizei zu sprechen und Informationen über Verbrechen weiterzugeben, ist eine Todsünde. Wenn einer sich dabei erwischen lässt und es sich auf der Straße herumspricht, ist es vorbei. Die würden diese Leute lieber tot als im Gefängnis sehen. Die Schießerei an der Bushaltestelle fand am helllichten Tag vor zahlreichen Zeugen statt. Der Fall könnte also eigentlich schnell aufgeklärt werden. Doch weil die meisten Angst haben, wird es eine schwierige Ermittlung. 7 Jugendliche wurden bei der Schießerei an der Bushaltestelle zum Teil schwer verletzt. Und noch immer fehlt von den Tätern jede Spur. Das soll ein neuer Sonderermittler der Gang Squad ändern. Sein Deckname Sandman. Sandman ist aggressiv, hartnäckig und ziemlich schlau. Er ist für uns sehr wertvoll, denn er hat gute Kontakte. Sandman stammt aus Ost-Detroit und ist im Gangmilieu aufgewachsen. Einige meiner Familienmitglieder sind in einer Gang, aber sie wissen, dass ich damit nichts zu tun haben will. Sandman hat mehrere Cousins, die zu einer Gang namens Seven Mile Bloods gehören. Sie kontrollieren ein Gebiet in Ost-Detroit, das als die Rote Zone bekannt ist. Junge Gangs sind oft gefährlicher, denn sie wollen sich einen Namen machen. Sie versuchen, Dinger zu drehen, die sich auf der Straße herumsprechen. Sandman kennt einige Gangmitglieder persönlich. Durch sie erfährt er vielleicht etwas über die Schießerei. Bleibt, wo ihr seid, okay? Ich rufe zurück, sobald ich in eurer Straße bin. So in 5 Minuten. Okay. Da laufen sie die Straße runter. Das jüngste Mitglied dieser Gang ist erst 13 Jahre alt. Wer hier in der Gegend geboren wird, bleibt auch hier. Man schließt Blutsbruderschaften fürs Leben. Outsiders like I've been saying, man.
Just telling you all about it. Telling you all about it, man. Three hot. Cool life. Is a shooting, man. Is a shooting. Der Gruppenzwang in Detroit ist groß. Keiner will hier als Schwächling dastehen. Mein Vater war ein sehr disziplinierter Mensch. Ohne ihn wäre ich heute auch auf der Straße. Die meisten meiner Freunde haben es nicht geschafft. Viele der Kids aus diesen Vierteln werden nie eine Chance haben, herauszukommen. Es wird jedes Jahr schlimmer und jeder denkt nur an sich. Wenn sich jemand einen Namen machen will, indem er bei einer Gang mitmacht und jemanden umbringt, dann tut er das auch, um jeden Preis. See murder, bitch. Bang, bang, it's real. If you ask them, what do you plan on accomplish out of the gang? They don't know. Wenn man sie fragt, was versprecht ihr euch eigentlich von der Gang, haben sie keine Ahnung. Das ist das Verrückte daran. Viele wissen überhaupt nicht, was sie da wollen. Und sie sind alle völlig pleite. Wenn ich bei einer Gang mitmachen würde, dann doch nur, um reich zu werden, um Kohle zu machen, Millionär zu werden. Und nicht nur, um Streit anzuzetteln. Das ist doch verrückt. Unterdessen geht die Suche nach den Tätern weiter. GQ und Sandman haben eine heiße Spur. Sie führt zur Joy Road Gang, einer der ältesten und gewalttätigsten Gangs der Stadt. Auf das Konto dieser Gang gehen viele Schießereien, bewaffnete Überfälle und Autodiebstähle. Hello, how you doing? It's me again. I'm back, dog. From the back, y'all still pushing that crack hard. I'm from the hood, in case you didn't know it's X-E-N. Where them boys may be waiting. Sie handeln mit Drogen. Diese Gang ist auf jeden Fall gefährlich und gewalttätig. Die Joy Road Gang kontrolliert ein Gebiet im Nordwesten Detroits, rund um den Southfield Freeway in der Nähe des Tatorts. Die Polizei glaubt, dass die Schießerei an der Bushaltestelle ein Racheakt war, bei dem ein Mitglied einer rivalisierenden Gang getötet werden sollte. Augenzeugen haben zwei Hauptverdächtige identifiziert. Wir haben zwar noch keinen Haftbefehl, aber wir haben bereits einige Leute im Visier. Sie sind alle ziemlich jung, etwa 19, 20 Jahre alt. Ganz oben auf der Liste steht Demetrius Hinton, ein Teenager, der auch im Zusammenhang mit einem Mord im Drogenmilieu gesucht wird. Hinton ist noch immer auf freiem Fuß. GQ und Sandman müssen die Verdächtigen ausfindig machen, bevor die Spur kalt wird. Yeah, 5 o'clock. Okay. Hinter einer verlassenen Fabrikhalle trifft sich GQ unbeobachtet mit einem Informanten, der mit der Joy Road Gang in Verbindung steht. Die entscheidende Frage: Wo ist Demetrius Hinton? Der Wichser ist hier in Detroit der Staatsfeind Nummer 1. Er ist ein Killer. Wir werden nicht locker lassen, bis wir ihn gefunden haben. Wo würde er sich verstecken? Wo versteckt sich so ein 15-, 16-Jähriger? Der Kontaktmann verrät GQ das neueste Insiderwissen über die Gang und den Aufenthaltsort der Hauptverdächtigen. Durch Kontakte wie diesen kann die Gang Squad den Aufenthaltsort von Demetrius Hinton bestimmen. Wir haben herausgefunden, dass Demetrius Hinton seit 4 Tagen in Minnesota unterwegs ist und Drogen verkauft. Der Informant wusste allerdings nicht, wo genau. Wissen noch andere Einheiten von diesem Informanten?
Nein, ich habe ihn erst in den letzten 30 Minuten gefunden. Washington, dass wir ihn suchen? Ich glaube, er hat keine Ahnung. Hier ist ein Foto von seinen Gangkollegen. Das ist seine rechte Hand. Er war nicht beteiligt, oder? Nicht beteiligt, aber er ist Teil der Gang. Findet alles über sie heraus, jeden Einzelnen. Wir müssen alles über Partner, Familienmitglieder, Freundinnen und so weiter wissen. Nur falls sie versuchen, sie zu kontaktieren, was sie wahrscheinlich auch tun. Jetzt heißt es warten. Sobald die Verdächtigen irgendwo auftauchen, ist das Sonderkommando bereit zuzuschlagen. Sieben Uhr morgens. Eine kleine Stärkung, bevor es auf Verbrecherjagd geht. Die Donuts sehen gut aus, da greift man doch gern zu. So pflegen wir unser Image. Von seinen Informanten auf der Straße hat GQ erfahren, dass die Joyroad Gang, die hinter der Schießerei vermutet wird, mit einer anderen Gang zusammenarbeitet, um Rauschgift zu verkaufen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Gangs verschiedene Sorten Rauschgift an einem Ort verkaufen. GQs anonyme Quelle hat ihm auch Informationen über die genaue Lage der Drogenhöhle gegeben. Um weiter zu ermitteln, wollen GQ und Sandman das Haus gemeinsam undercover beobachten. In Zivilkleidung machen sie sich auf den Weg ins Revier einer Gang namens BCB. GQ fährt voraus, Sandman folgt in einem unauffälligen Lieferwagen mit unserem Kamerateam. Wir fahren jetzt in das Viertel der BCB-Gang. BCB steht für Burgess, Chapel und Bentler. Es ist eine kleine Gang. So wie sich das Auto anhört, werden wir allerdings nicht weit kommen. Ich bin allgemein etwas härter drauf. Wenn man hier eine Chance haben will, kann man nicht immer nach den Spielregeln spielen. Es gibt jede Menge Wichser da draußen. Und wenn mir jemand den Kopf wegpusten will, muss ich ihm manchmal eben zuerst den Kopf wegpusten. Viele Mitbürger hier verstehen das nicht und beschweren sich. Aber sie würden niemals selber diesen Job machen wollen, selbst wenn sie dabei doppelt so viel verdienen würden wie ich. Okay, two. Okay. We're gonna go right here and see. Wir fahren direkt dorthin und sehen uns um. Can you see these guys right here? Siehst du die Typen hier? Ich fasse es nicht, dass er mich direkt vor die Tür gelotst hat. Verdammt, ich glaube nicht, dass wir so nah rangehen müssen. Da kann ich mich auch gleich auf die Veranda stellen. GQ und Sandman parken direkt vor dem Schlupfloch der Gangs. Wenn man sie als Polizisten erkennt, könnte das Ende ihrer Ermittlungen sein. Und es könnte ihr Ende bedeuten. Im weiteren Verlauf bleiben unsere Kameras hinten im Lieferwagen versteckt. Sieh dir diesen Clown an. Sieht aus wie ein Kiffer, oder? Sieh dir die linke Hand an. Er umklammert etwas. Er hat wahrscheinlich Geld in der Hand. Und was macht er? Ein bisschen Gras kaufen. Die Käufer erkennt man sofort. Es läuft immer nach dem typischen Muster. Sie halten ihr Geld schon bereit. Kann gut sein, dass sie den Laden jetzt dicht machen, nachdem sie unseren Van gesehen haben und niemand aussteigt. Wir sollten so tun, als würden wir uns für ein Haus interessieren. Die beiden Polizisten benehmen sich wie Immobilienmakler, die sich die Häuser in der Gegend ansehen. Seit wann steht das Haus leer? Keine Ahnung.
Ja, wir versuchen hier ins Geschäft zu kommen. Mal sehen, ob wir eine von den Hütten hier kaufen können. Für 1.200, 1.500 Dollar. Oh, straight up? Yeah, that ain't a bad little motherfucker. Die Bude sieht aus, als hätte jemand drin übernachtet. Was hat er gesagt? Er sagte, das Haus ist nichts wert. Es ist total runter. Es steht wohl schon seit Monaten leer. Das genügt uns schon. Er hat nach Marihuana gestunken. Mehr brauchen wir nicht für einen Durchsuchungsbefehl. Während sie das Drogenhaus inspizieren, wird GQ von einem jungen Mann angesprochen, der wissen will, was sie da machen. Etwas Besseres hätte ihnen nicht passieren können. Sie haben uns beobachtet und wollten aus nächster Nähe sehen, wer wir sind. Und zufällig habe ich einen der Typen von den Fahndungsfotos zur Schießerei wiedererkannt. Es war eine der Zielpersonen, ein Gangpartner der Männer, die wir wegen des Mordes suchen. GQ und Sandman könnten den Verdächtigen nun festnehmen und verhören, aber dann würde ihre Deckung auffliegen. Die Gang wüsste, dass sie beobachtet wird. Die drei Personen, die wir angetroffen haben, rochen nach Marihuana. Das und die Identifikation eines Verdächtigen reichen für einen Durchsuchungsbefehl. Wie man sieht, sind das junge Burschen. Anfang, Mitte 20, genau wie von unserem Informanten beschrieben. Das sollte reichen. Wir haben keine Ahnung, dass wir Polizisten sind. Sie haben dem Teufel die Hand geschüttelt. Ich habe genug Verdachtsmomente für einen Durchsuchungsbefehl. Wir haben 48 Stunden Zeit, ihn auszuführen. Officer John von der Detroit Police Gang Squad Einheit. Ich brauche einen Durchsuchungsbefehl. Ich hasse es, auf Durchsuchungsbefehle warten zu müssen. In 48 Stunden kann so viel passieren. Es kann sein, dass wir keine Drogen mehr dort finden. Deshalb will ich immer so schnell wie möglich handeln, sobald wir die Information haben. Im Hauptquartier der Gang Squad ruft GQ den Staatsanwalt an. Er bittet um die Erlaubnis, einen Durchsuchungsbefehl anzufordern. Er kriegt grünes Licht und verfasst einen Bericht über seinen Verdacht. Diesen muss nun der Richter unterschreiben. Hey, how you doing, Steve? Hi, Steve, wie geht's? Ich habe ein paar richtig gute Infos über eine bestimmte Adresse. Wir haben uns das gestern genauer angesehen und sind der Zielperson begegnet. Außerdem gibt es dort vermutlich eine Person, die wegen Mordes und versuchten Mordes im Zusammenhang mit der Schießerei an der Bushaltestelle vor ein paar Monaten gesucht wird. Ich brauche das schriftlich. Was ich nicht schriftlich habe, existiert nicht. Die Staatsanwaltschaft hat uns heute am Telefon schon eine Genehmigung erteilt. Schwören Sie, dass die eidesstattliche Erklärung den Tatsachen entspricht? Ich schwöre. Alles klar. Passt auf euch auf. Ich danke Ihnen. Den Durchsuchungsbefehl in der Tasche bereiten sich die Gang-Spezialisten auf eine Razzia im Drogenhaus vor. Ain't a boy out here that could test my game. How would I look letting another man affect my lane? Sie dürfen keine Zeit verlieren, solange ihre Informationen noch frisch sind. Sie wissen nicht, mit wie vielen bewaffneten Gangmitgliedern sie es zu tun haben werden. Razzia, los geht's. Wir brauchen eine Hundestaffel, meint ihr nicht? Diese Hündchen finden doch nichts. Das ist unser Schütze Bam. Er jagt die Burschen alle zu mir und ich kümmere mich dann um sie. Wenn Sie das hier sehen, machen Sie keine Dummheiten mehr. Und das ist der Kommandant bei unserer Razzia. Codename Search. Weißt du noch, dass wir das eigentlich nie mehr machen wollten? Hey,
200, gangster. Look at that. Bust that sucker into. It was weak. You tore your pants. Hey, you look like a gingerbread cookie. The table was broke, man. What am I supposed to do? We got advanced. It was weak. Let's get on with this. Yep. Hier ist der Durchsuchungsbefehl. Es ist ein einstöckiges grünes Einfamilienhaus. Darin ist ein schwarzer Jugendlicher zwischen 19 und 23 Jahren mit schwarzem Jogginganzug. Name vermutlich. Wer hat die Knarre? Ich. Okay, wer gibt ihm Deckung? Ich. Rap, was machst du? Gefangener. Das Haus gehört zur BCB Gang. Sie terrorisieren die ganze Gegend und machen viele Überfälle. Die haben bestimmt Waffen in ihren Autos und tragen sie mit sich herum. Wenn sie aus dem Haus herausschießen, gehen wir in Deckung. Niemand schießt in das Haus, auch wenn wir Schüsse hören. Vergesst nicht unseren Auftrag. Wir suchen eine bestimmte Person. Schießt nicht einfach um euch. Bleibt in Deckung und macht euch auf alles gefasst. Und Jungs, kommt in einem Stück zurück. Halt, wir müssen noch unser Gebet sprechen. Herr, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir, dass du über uns wachst. Bleib bei uns, Herr, bei jedem von uns. Bring uns sicher ans Ziel und wieder zurück. Wir folgen deinem Sohn Jesus Christus und danken dir für den Heiligen Geist, der immer bei uns ist. Beschütze uns alle. Amen. Los geht's, Jungs. Polizei, Hausdurchsuchung. Ich habe einen Bandscheibenvorfall. Erzähl mir keinen verdammten Blödsinn. Nehmt alle in den Autos fest. Das Einsatzkommando geht mit militärischer Präzision vor und nimmt jeden fest, der sich auf dem Grundstück befindet. Das ist alles, was er hatte. Es gibt keine Entwarnung, bevor das ganze Haus gesichert ist und alle Waffen gefunden sind. Es waren mehrere Personen im Haus. Wir haben Marihuana gefunden. Genug, um eine Anzeige wegen Drogenhandels zu erstatten. Eine der Personen war gerade auf Bewährung. Ein paar tausend Dollar wurden beschlagnahmt. Noch wichtiger als die Drogenfunde, die Gang Squad hat offenbar einen alten Bekannten erwischt. Der Mann ähnelt dem Fahndungsfoto von Demetrius Hinton, dem Hauptverdächtigen der Schießerei an der Bushaltestelle. Wie geht's, Edge? Wir haben vermutlich diesen Hinton festgenommen. Wir vergleichen gerade die Bilder. Er sieht zwar so aus, aber wir müssen trotzdem sicher gehen. Sieht genauso aus wie er. Ja, aber wir müssen sicher sein. Wir hoffen, dass er derjenige ist, der wegen der Schießerei gesucht wird. Wenn er das nicht ist, hat er wohl einen Zwillingsbruder. Und was für einen? Scheinbar ein Volltreffer für die Gang Squad. Aber es müssen noch Fingerabdrücke verglichen werden, um zu bestimmen, ob sie den richtigen Mann haben. Und die Spurensicherung muss ihn eindeutig der Schießerei zuordnen. Der Verdächtige wird noch in einem weiteren Fall gesucht. Einem Mord, bei dem die Polizei eine 9mm-Pistole sichern konnte. Sollten diese Waffe und die Patronenhülsen von der Schießerei zusammenpassen, wird das dem Fall eine neue Dimension verleihen. Wir versuchen eine Verbindung zwischen der Pistole von dem Mordfall und den Patronenhülsen von der Bushaltestelle herzustellen. Das zuständige Speziallabor der Stadt Detroit wurde geschlossen, da es zu oft falsche Ergebnisse geliefert hat. Deshalb werden die Waffe und die Patronen im Kriminallabor des Staats Michigan strengen Tests unterzogen. In diesem Fall untersuchen wir mehrere abgefeuerte 9mm-Patronen und eine Pistole vom Typ Glock 9mm. Wir feuern zunächst Testschüsse ab und vergleichen die Patronen dann mit denen vom Tatort. Zuerst wird die 9mm-Pistole in einem versiegelten, mit Wasser gefüllten Tank abgefeuert. In dieser neutralen Umgebung ist sichergestellt, dass die Markierungen auf den Patronen nur von dieser Pistole stammen können. Dann werden die Testpatronen unter dem Mikroskop mit den Patronen verglichen, die an der Bushaltestelle gefunden wurden.
Jede Waffe hinterlässt eine eigene Spur auf der Patronenhülse und der Kugel. Diese Streifen sind so unverwechselbar wie Fingerabdrücke und können so eine eindeutige Verbindung zwischen der Waffe und einem Tatort herstellen. Wenn die Patronenhülsen, die an der Bushaltestelle gefunden wurden, mit der Waffe übereinstimmen, die nach Demetrius Hintons anderem Mord sichergestellt wurde, ist dies ein wichtiger Hinweis auf Hintons Beteiligung an der Schießerei. Doch es kann Tage dauern, bis die Laboruntersuchungen abgeschlossen sind. Die Gangsquad muss so lange warten, bis feststeht, ob die richtige Person festgenommen wurde. Und sie sind nicht die Einzigen, die auf Gerechtigkeit hoffen. Kommst du gerade aus der Schule? Ja. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Mathe und Naturwissenschaften. Und? Was hast du gelernt? Für die 17-jährige Chiara Dickerson ist die Schießerei an der Bushaltestelle nicht einfach eine Schlagzeile in der Zeitung. Nicht nur ein Kriminalfall. Das Verbrechen ist bittere Wirklichkeit, mit der sie und ihre Familie Tag für Tag klarkommen müssen. Die erste Operation war am Arm. Ich habe einen Metallstift und Schrauben hier drin. Für immer. Sie mussten 7 Organe in meinem Bauch operieren. Meine ganzen Eingeweide mussten wieder zusammengenäht werden. Ich war dabei, als es passiert ist. Es war furchtbar, wirklich schrecklich. Sie lag einfach da, beinahe leblos. Ich hätte nie gedacht, dass mir so etwas passieren könnte. Seitdem weiß ich, dass es jedem passieren kann, egal wer du bist, wie alt du bist, wo du bist. Es kann jeden treffen, jederzeit. Jetzt habe ich Angst, alleine zu sein. Ich habe Angst im Dunkeln oder wenn fremde Leute um mich herum sind. Ich habe große Angst, an einer Bushaltestelle zu stehen. Man denkt natürlich an seine Familie und daran, wie ein unschuldiges Kind, das einfach nur zur Schule geht und auf den Bus wartet, plötzlich verletzt wird und niemals Kinder haben kann oder für den Rest seines Lebens einen künstlichen Darmausgang haben muss. Und das, obwohl es nur zur Schule gehen wollte. Chiara wird bald wieder gesund sein. Doch es gibt tausende andere Kinder in Detroit, die nicht so viel Glück haben. Was sind deine Träume? Meine Träume? Wieder ganz gesund zu werden. Ich will die Highschool abschließen und studieren. Vielleicht in Florida. Oder ich bleibe hier, studiere und werde Rechtsanwältin oder arbeite mit Kindern. Wir haben gebetet und es hat gewirkt. Ich bin froh, dass es ihr besser geht. Es gibt in Detroit über 1000 Schießereien pro Jahr. Die Männer von der Gang Squad haben viel zu tun und sie tun es mit Leidenschaft. Umso enttäuschter sind sie bei Rückschlägen. Die Laborergebnisse sind da. Die 9mm Waffe passt nicht zu den Patronenhülsen von der Bushaltestelle. Und nicht nur das. Die Fingerabdrücke des festgenommenen Mannes stimmen nicht mit dem gesuchten Demetrius Hinton überein. Fingerabdrücke lügen nicht. Aber was soll's? Wir lassen uns nicht unterkriegen, sondern gehen sofort wieder an die Arbeit. Und wir tun es unermüdlich und unerbittlich. Wir müssen ihn finden und wir werden ihn finden. Rückschläge motivieren uns. Manchmal, wenn wir mit Fällen überschwemmt werden, gibt einem das gerade den Extrakick. Dann bleibt man eben noch eine Stunde länger, als man eigentlich wollte. Es ist ein Antrieb, diese Leute festzunehmen und sie für ihre Verbrechen zur Verantwortung zu ziehen. Wir arbeiten Tag und Nacht. Mein Telefon hört niemals auf zu klingeln. Für mich ist jeder Fall so wichtig, als wären die Opfer aus meiner eigenen Familie. Ich glaube, das ist mein Antrieb. Für Detroit, eine Stadt, die noch immer unter ihrem wirtschaftlichen Zusammenbruch leidet,
in der junge Männer immer öfter zu Gewalt greifen, um sich Bestätigung zu verschaffen, wird die Zukunft noch lange ein Schlachtfeld bleiben. I can't even say I made a dent. Was wir machen, ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir können beispielsweise den Waffenhandel nicht komplett kontrollieren. Wir können nur eins nach dem anderen machen. Ich bin trotzdem sehr optimistisch, was meine Zukunft angeht, solange ich gesund bleibe. Ich glaube, es ist meine Bestimmung, diesen Job zu machen. Ich bin seit 23 Jahren in dieser Abteilung und kein bisschen müde. Ich fange gerade erst an und ich liebe jeden Augenblick. Ich bewege etwas, und zwar mit dem Kopf, nicht mit den Muskeln.